the Friday Games. Achtung, aufgepasst und willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play. Es ist ein Let's Wimmelbildchen, Und ja, ich würde sagen, wir legen gleich mal los. So spät noch. Lass die zwei doch kuscheln. Eine Kiste. Wo bist du, Sam? Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe jetzt schon 4 Versuche gehabt, das Spiel aufzunehmen. Ich habe es nicht einmal geschafft, schnell genug vorzulesen, um den Text unten jetzt mal zu machen. Wir nehmen einfach, würde ich gleich mal sagen. Einleitung will ich nicht. Ja. Was ist in dieser Kiste? Die Adresse des Absenders ist verschwommen. Ich sehe da gar keine Adresse. Ich kann nur ein paar Buchstaben erkennen. Wo kannst du da Buchstaben erkennen? Zange wäre sehr hilfreich. Mit ihr könnte ich diese Kiste öffnen. Okay, was ist da? Sam und ich an einem Hochzeitstag. Es war so, als hätten wir uns schon eine Ewigkeit gekannt. Warum hast du das Bild gerade kaputt gehauen? Aber man hat die Gummi, nimm's mit. In dieser Schublade hebt mein Mann seine Papiere auf. Allerdings benötige ich einige Schlüssel, um sie aufzuschließen. Jeder, und ich wiederhole, jeder hat meine Freundin, jeder, selbst meine Miezekatze, hat unter der Couch eine Klappe versteckt, die man aufmachen kann und eine ganze Müllhalde drin ist. Aber wirklich jeder von uns. Also, ist ja alltäglich. Wir räumen mal auf, hä? Was braucht man denn? Ein Blatt, ein Mikroskop, eine Socke, die habe ich da gesehen. Filmrolle. Da. Schiff. Säge. Flachmannschirm 1000. Flachmannschirm 1000 Füßler. Halskette. Halskette. Sichel. Du bist eine Sichel. Zange. Da liegt ein Schlüssel. Vielleicht passt der. Nein. Rohrzange. Oh. Oh. Also man darf auch nicht so oft klicken. Zange. Wir haben alles. Du hast eine Zange gefunden. Nicht nur eine Zange, auch eine Socke. Machen wir mal auf. Was ist denn da drin? Du Arsch! Deswegen spiele ich keine Horrorspiele. Hallo, bist du Daniel? Daniel? Willst du mir helfen? Wo Sam ist, ich helfe dir, ihn zu finden. Ob ich es wissen will? Er ist weit weg in der Stadt, in der er lebte, als er noch ein Kind war. Hat er dir von diesem Ort erzählt? Sorge, wenn er es nicht getan hat. Jeder hat ein Geheimnis. Durchsuche dieses Zimmer und du findest einen Hinweis auf die Vergangenheit deines Mannes. Sam ist in Gefahr. Beeil dich oder du wirst ihn für immer verlieren. Nicht schlimm. Suche sorgfältig.
Das ist cool gemacht. Auch das mit der Zwischensequenz. Also ich weiß ja, der Schlüssel, der passiert. Geh auf. Na, geh auf. Akte N. Samuel Hunt. Name Samuel James Hunt. Nahm teil am Experiment Nummer 4, 6, 4, 8, 5. Lebte bei seinen Eltern. Adresse des Elternhaus auf der nächsten Seite. Alter, was kostet? Ist das ein komisches Viech? So, ich will nicht mehr weiterspielen. Radiergummi, wenn wir da brauchen. Loststraße Nummer 8. Das passt doch perfekt. Loststraße Nummer 8. Schau dir. Alter. Ich krieg Bammel. Du hast herausgefunden, wo Sam früher gelebt hat. Gut gemacht. Lass uns gehen. Die Zeit wird knapp. Deine Reise wird sehr gefährlich. Aber wenn du weise handelst, wirst du Erfolg haben. Sam hat sein Auto vor dem Haus geparkt. Der ist doch weg. Also die Zwischensequenzen sind cool gemacht in dem Spiel. Finde ich echt. Mir geht da jetzt echt die Pumpe. Das Spiel hat mich jetzt schon zweimal dran gekriegt. Jetzt erschreckt es mich nicht mehr. Der Junge sieht aus wie Sam, als er noch jung war. Rede mit ihm. Hallo, mein Name ist Jimmy. Nein, er ist nicht Sam. Bist du Danielle, richtig? Du suchst den Mann. Und ich habe ihn gesehen. Diese Stadt ist kein sicherer Ort. Schlimme Sachen sind hier passiert. Sam ist in Gefahr. Hat er sich gerade bewegt? Ich versuche dir zu helfen. Aber du musst etwas für mich tun. Siehst du das Puppenhaus? Ja. Es ist kaputt. Kannst du es reparieren? Nein. Ich habe gar keine andere Wahl. Mein Puppenhaus ist kaputt. Mein Puppenhaus ist kaputt. Mein Puppenhaus ist kaputt. Das Ding geht doch so auf. Du hast doch Fingernägel, du bist doch eine Frau. Bist du? Cool. Karte. 0 von 36 Spezialobjekte wurden eingesetzt. Was heißt Spezialobjekte? Da ist etwas hinter der Tür. Schade, dass sie abgeschlossen ist. Ein Fenster fehlt. Das Dach muss rein. Ich muss das Dach reparieren. Oh, der arme Bub. Mein Puppenhaus ist kaputt. Solltest du nicht mit Matchbox-Autos spielen? So, fangen wir mal an. Apfelgriebsch. Was sind das? Apfelgriebsch. Fernseher, Skorpion. Skorpion, Fernseher. Bist du ein Apfelkrebsch? Auch ein Ohrgefressen, ein angefressener Apfel ist das. Armbanduhr 5. Spielzeugdach. Armbanduhr 5. 5. 5. Oder muss ich das Wort 5? Spielzeugdach. Bist du ein Spielzeug? Du bist ein Spielzeugdach. Augapfel, der war leicht, der ist gleich unten irgendwie. Puppenhausschlüssel. Stiefel. Feder. Zitrone.
Schmetterlinge dreimal. Eins. Katze. Nächsten Schmetterling. Bisschen Federball. Klebeband. Feder und Schmetterlinge. Du könntest ein Schmetterling. Du bist kein Schmetterling. Ich glaube, dich habe ich schon mal geklickt. Feder! Fehlt nur noch der Schmetterling. Wo ist der Schmetterling? Ah, da oben ist der Schmetterling. Ich hab ihn! Ja! So, Puppenhaus, Schlüssel, Spielzeugdach. Yay! Spielzeugdach, Puppenhausschlüssel. Was bist denn du? Briefkastenfahne, Briefkastenfahne, die hängen auch gleich ran. Zack. Das Schicksal schlägt zu. Seine Eltern starben, als er noch ein Kind war. Cleef und Linderhand wurden tot aufgefunden. Die Umstände waren mysteriös. Nur ihr achtjähriger Sohn Samuel überlebte. Fenster. Hey, ich hab Fenster. Ich will die Zeitung mitnehmen. Okay, die kann man nicht mitnehmen. Aber ich habe das Fenster. Nimm das Puppenhaus. Es wird dir viel über Sam erzählen. Sammle einige Puppen, um mehr über die Vergangenheit deines Mannes zu... Alter, was geht mit dem? Was gefunden. Was ist passiert? Die Stadt ist in Dunkelheit gehüllt. Nimm das Puppenhaus, das dir der Junge gegeben hat. Alter, ich hab echt ein bisschen Schiss. Wo musst du hin? Haus erzählt uns Sams Geschichte. Er war ein außergewöhnliches Kind. Du hast etwas gefunden. Lampen! Cool, ist der Magier? Das Haus. Ich hab's heute wieder ein bisschen mit der Stimme. Das ist das Haus, vor dem aus die Kiste versendet wurde. Wir müssen hineingelangen, um deinen Mann zu finden. Dem fehlt ein Ohr. Ein Arm. Erde verdeckt etwas. Ich muss es ausgräben. Du hast zwei Hände, meine Dame. Mach sie dreckig. Oder auch nicht. Was habe ich eigentlich gefunden? Ein Gehstock. Okay, gehen wir mal daher. Bei dem Ornament fehlt ein Teil. Hier fehlt alles. Was da? Ein Schlüssel eines Polizisten steckt. Woher weißt du, dass ein Polizist ist? Da drin ist eine Schaufel. Ich brauche einen Hebel, um den Deckel abzureißen. Ein Gehstock. Das war jetzt eigentlich nur... Der Arm entstammt hat an den Baum. Ich geh raus. Hinter dem Tor geht es weiter. Du musst irgendwie auf die andere Seite gelangen. Das Ding schaut komisch. Ist das ein Dämon? Ich habe aber eine Schaufel. Ach du Scheiße.
noch was bringt? Nein. Solchen Spielen bin ich echt nicht gut. Das weiß jeder, der mittlerweile ein Wimmelbild von mir angeschaut hat. Jetzt passt es bis auf der äußerste Ring. Ey, das Spiel, das gefällt mir gar nicht. Ich setz mich schön in das Spiel rein. Wimmelbild. Und erschreck jedes Mal. Apfelhuhn, Schneeflocke, ich sehe nichts. Apfel. Huhn. Schneeflocke. Die sind fei so winzig. So winzig sind die fei. Hm, was war denn das jetzt? Krug. Okay, das war ein Blatt Papier. Okay, Schneeflocke, Beißzange, Schädelmedaillon. Die Beißzange hatte ich gerade eben schon mal irgendwo gesehen. Da. Seitenschneider oder Beißzange ist eigentlich ein uralter Bus. Alles alt. Aber hier oben. Eine Hightech-Überwachungskamera. Geil. Ich sehe wohl nix. Besen, Raupe. Raupe hatte ich auch schon mal. Raupe? Raupe war hier eine. Genau. Da oben auch noch eine. Genau.